Ich glaube auch, dass er aufgrund seines Spielstils überhaupt eine höhere KD hat als ich. Ja gut, er muss natürlich irgendwie auch gefühlt, wenn er streamt, so ein bisschen anders spielen. Wieso? Ja, weil die Leute natürlich das nicht sehen wollen, wenn er die ganze Zeit stirbt. Ja, aber die wollen auch Action sehen. Wenn er die Ja. ganze Zeit nur im Busch sitzt und irgendwo in eine Ecke hinsniped oder was und es passiert nichts, das will auch keiner sehen. Ja gut, das macht er ja auch so extrem nicht, aber er sneakt ja schon deutlich mehr rum als Ja, deswegen wir sagt er ja auch immer, wenn er dann mal reingeht, ah komm, da müssen wir jetzt einfach mal reinmonstern. Hat er halt von zwei. mir. Hat er nicht ohne Grund so genannt, das reinmonstern. Weil Dir wenn ich vor. mit ihm spiele, dann sieht er halt, dass ich immer recht Wenn du ein bisschen aggressiv spiele. vorsichtiger spielen würdest, ein bisschen weniger aggressiv. Ja, ich spiele ja schon nicht mehr ganz so aggressiv. Aber es gibt halt so eine Grenze und dann habe ich einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit rumzusitzen. Dann wird es mir zu langweilig. Diese Situation, wo Leute die ganze Zeit im Boss leer sitzen oder so. Ja, Dann gut. warte ich vielleicht 5 Minuten oder was, aber in dem Moment, wo es länger als 5 Minuten dauert, gehe ich entweder rein oder ich gehe einfach aus dem Match raus. Je nachdem, wie die Ausgänge sind und so. Rechts auch Krähen. Jo. Alice. Oh. Warum mache ich das mit dem Wurfmesser? Ich habe ein Crossbow dabei. Geht viel einfacher. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Crossbow Uppercut. Was habe ich bekommen? Eine Chaos Bomb. Gehen wir hier rüber oder vorne Jo. was? Naja, ich gehe mal hier. Denn ich Nur bin halt schon ohne da Bogen hinten. meistens. Also, da schießt selten, ist selten jemand, der von da hinten kommt und dann hier hinschießt oder Bleib mal nur hinguckt. weg, dem Hundekäfig. Da muss man halt immer vorbei dann. Das ist schon richtig. Wenn der tatsächlich da ist, dann. Diesmal ist er nicht da. Na, nicht hier lang, oben rum. Armut und Krähen. Kasse hier drin und Toolbox. Eine Hive-Bomb. Hast du gerade deine Hive-Bomb weggeworfen? Ja. Hä, sitzen die Krähen immer da? Die sitzen normalerweise auf der anderen Seite. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie da schon mal sitzen. Ob sie da immer sitzen, keine Ahnung. Hinten über den Wald gehen, glaube ich. Müssen wir Ja, hier kann man mitten machen. übers Feld laufen. Ich opfer hier mal schnell ein Wurfmesser. Ein Geschenk. Oh. Im Wald sind Hunde. Hier sind überall Krähen. Arrow Ah, ist okay. jemand. Hühnerkäfig auf der Rückseite wahrscheinlich.
Komm mal schnell nach rüber. Clou. Hier am Rand vorbeisneaken, weil auf dem Weg vorne. Also da sind Hunde und da sind auch Hunde. Hm. Hier rechts sind auch recht nah. Glaub auch, dass der Assassin da ist. Ja, ja, der Assassin ist da, den macht schon jemand. Mich wundert's. Ah ne, wir haben noch nicht alle drei Clues, deswegen bewegt sich das nicht. Was hast du für eine Waffe nochmal? Mosin Converse. Okay. Oh, geh weg, Hund. Geh hier ran. Mhm. Wir sitzen wahrscheinlich jetzt im Keller unterm Boss. Dass der Assassin noch mal angreift. Wir sitzen jetzt wahrscheinlich da einfach. Hm. Kannst du was werfen? Hast du was zum Werfen? Ich hab. Was nicht so super wertvoll ist. Ja, habe ich. Hier vorne. Aber warte. Ah, ne, der Assassin. Links ja. Von der Stelle, wo ich hingepinkt habe, müsste ein Schlitz sein. Wo es direkt runter zur Treppe geht. Wenn du da was reinwirfst, dann müsste das unten in den Keller fallen. Also von deiner Position aus? Nee, von deiner Position. Ja, also der Schlitz ist da. Der ist hier unten an der Treppe, meine ich. Ich meine, ich höre ihn. Also pass auch auf, wenn der da nämlich abaimt, dann ist er. Fällt als im Keller, aber kann trotzdem hier rausschießen. Nope. Nein, nix. Oh shit. Ich will mich Nahkampf killen! Hab ihn! Oh, hab noch ein HP. Fuck. Es war Machete. Der andere kommt dran. Der hat die Türe zugemacht. Er hebt ihn vermutlich auf. Ich werfe. Ich glaube, er hat ihn aufgehoben. Hab einen Hitmarker bekommen. Okay. Der blutet. Nee, das war zu schnell, der hat nicht aufgehoben. Ich werf eine Hive-Bomb rein. Ah ne, ich glaube, der eine liegt noch da, ich sehe seine Waffe. Wirft was? Das habe ich gar nicht gehört. Das kam aus dem Keller geflogen. Er hat Hive-Agro. Hier rein. Jo, ich auch. Ja, ist im Keller. Hab ihn. Nice. Achtung, Hive, die geht jetzt auf mich. Okay. Slow down. Boss ist weiß. Sprintet der mit der Machete auf mich zu, der Dude. Der andere hat auch einen Müll-Loadout gehabt. Vandal Striker, obwohl 2 Lemat ist gar nicht mal so kacke. Hier ist ein Medkit, wenn du heilen musst.
Cash-Krabbe. Und Aral. Aral? Nee, Aal. Aal, okay. Dachte wie Tankstelle. Nee, wie Krabbe und Aal. Krabbe und Aal, okay. Willst du was leveln? Dann kannst du das jetzt machen. Vielleicht Emotion oder so. Oder eigentlich ist egal. Eigentlich ist es egal. Jetzt fängt er nochmal damit an. Ja, genau. Also erstens, warum macht er das? Er war doch noch in der anderen Phase. Fuck you. Nochmal, oder was? Fuck you. Okay, was machen die anderen? Noch nichts, glaube ich. Was ist ein Hammer? Leicht südlich vom Pitching, würde ich behaupten. Ich glaube, die gehen gerade die Rampe hoch. Aber war es das dann schon? War ja wieder nur ein Team. Bloß das eine da unten. Hm. Haben die vielleicht noch gegen eins gefightet und dann war's das schon. Komisch eigentlich jetzt gerade. Ich hab war's gestern, vorgestern oder was? Zwei Runden hintereinander nur zwei Teams auf dem Server gehabt. Okay. Also eine Runde nur ein Team und eine Runde zwei Teams. Andere, außer mir. Und das war um 10 Uhr abends ungefähr. Ja, das ist seltsam. Und das während des Events, ne? Also das muss man noch dazu sagen. Das, das meine ich, ja. Hier ist noch Geld. Man hier nicht durch kann, verstehe ich nicht. Wodurch? Ach so, ja, das habe ich mir gerade eben auch gedacht. Komisch. Ja, klar, da hängt halt das Schwein, aber das ist immer noch eigentlich genug Platz. Bitte? Noch 12 Euro oder 13. Hm? Ja, dachte mir auch. Ja, ich wusste eigentlich gar nicht, was Piment so wirklich ist. Hm? Ah ja, stimmt. Pigment? Nee, Piment. Piment. Ich habe Gewürze für meinen Vater gekauft. Unter anderem Piment. Kommt jemand? Da kommt jemand. Daneben. Haupttür. Okay. Hat geklaut. Geklaut, also. Oh, der steht direkt vor mir hier oben. What?
Er hat ein Hand-Crossbow. The fuck? Weird stuff. Scheint auch nur einer zu sein. Er ist mega agro unterwegs. Er sprintet einfach rum. Er weiß, wo du bist. Leider. Wahrscheinlich Doppel-Hand-Crossbow. Jetzt hast du ein Problem. Ja. Du hast auch noch Kram zum Werfen, ne? Mhm. Mal oben Dynamit reinwerfen oder so. Frage ist ja oben oder unten. Wird auf unten tippen. Aber schon an der Rampe da hinten. Läuft er wieder was? Kannst hier oben durchs Fenster reinwerfen. Das war ein Fake-Ding, by the way. Der ist im Keller sogar. Ne, oben, 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 über dir. Mhm. Kann er da irgendwo runterschießen? Nee, gell? Ja, da durch Schlitze halt. Sehr schön. Sag ihm mal well played, bitte. Oh, da ist noch einer. Ja. Heb mich mal auf erstmal. Well played, dude. Er hat meine Waffen genommen. Mhm. Dann muss ich mir mal seine, meine Waffen wiederholen. Was hatte ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Uppercut Crossbow. Okay, ja, aber wo? Hm? Wo liegen die? Die sind leider nicht. Ah, da. Oh, come on. Ich kann sie nicht aufheben. Jetzt. Jetzt müsste gehen, oder? Ne, kannst du mal probieren? Hab schon einmal. Nee, nicht da drauf werfen, sondern einfach aufheben. Auf. Nee. Kann ich leider nicht. Was hatte er denn? Oder was hat er dir gegeben? Doppelhand Crossbow. Motherfucker, ey. Ja, dann killen wir noch den anderen schnell. Kannst du die nehmen? Jetzt ist die Frage, ist es sein Kollege oder nicht? Mal. Und zwei Leute. Einer 345 und einer 300. Ein anderes. Komm, ey. Ich kann gerade so ausrasten, ne? Dieses Drecksspiel. Gib mir meinen fucking Crossbow! Also, wie gesagt, einer 345, einer. 300, 345, 330 so ungefähr. Die sind im anderen Compound hinten. Auf der anderen Wasserseite. Sehe ich gar keinen mehr. Ja, dann lass doch irgendwie nach Süden raus oder so. Oder willst du die fighten? Pass mal auf. Crossbows. Passiert nichts. Ich kann halt nicht mit 100 Leben mit zwei fucking Hand-Crossbows die besiegen. Sorry, ich lass doch rausgehen nach Süden oder so. Ammo already full. Den scheiß Bug haben sie doch gefixt. Es stand fünfmal ein Patchnotes drin oder so. Hm. Ah, erstmal den Hunter looten.
einer Sekunde wiederholen. Ich habe die Hoffnung, dass die irgendwann da runterfällt und dass man sie dann vielleicht aufheben kann. Ah, jetzt ist sie runtergefallen. Ja, du kannst ja zumindest die hier noch nehmen, von den beiden. Nein, kann ich nicht nehmen. Achso, ja, die liegen ja auch noch da. Ja, dann nehme ich mir von denen irgendwas. Hier irgendwas Gutes. Der eine hat eine Machete und eine Windfield C. Der andere Doppel-Lemat. Kannst halt nicht mal eine Secondary nehmen. Vandal Striker. Ja, ich nehme mir seinen Loadout hier. Bei Medium-Waffen. Hm. Zwar auch immer noch scheiße, aber... So, wo sind denn die Ausgänge? Wir haben einen im Norden. Ja, okay, da warte, dann. Ich check nochmal. Also gerade eben habe ich nichts gesehen. Nee, sind beide auf 15. Ja, dann beide. Sprinten wir einfach. Moment, bevor wir rausgehen, müssen wir genau entscheiden, wo lang wir laufen. Blanchard ist eigentlich wahrscheinlich. Na. Das ist beides kacke. Blanchard kann man auch rüber, klar. Block Bay und dann quer rüber ist eigentlich der schnellste Weg. Block Bay und quer rüber. Meinst du, bis nach Block Bay runter? Ja, Block Bay runter und dann quer rüber über den See quasi. Dann von der großen Insel nach Pitching. Und dann von Pitching rüber nach Cypress laufen. Ja, können wir machen. Check nochmal. Halt einer auf 15 und einer auf 45. Oder den ersten kleinen Weg nach Blanchard drüber können wir auch machen. Ja, komm, dann machen wir das. Mir ist es egal. Nicht die Hunde. Sonst checken die schneller, dass wir schon raus sind. Ich hoffe, jetzt kriege ich keinen Headshot von dem 15er. Aktuell sehe ich nichts. Kann ich außer der Reichweite hinter uns. Bloodline XP. Ja, brauche ich nicht, bin ja eh 100. Ach, wir können ja bei Blanchard rausgehen. Ja, deswegen sage ich ja. Den Ausgang habe ich eben gar nicht gesehen. Check nochmal. Clear. Ja, den habe ich nicht gesehen, den Ausgang. Natürlich besser. Ja, wenn wir sehen jetzt einen im Norden, dann würde ich nach Süden weiterlaufen. Checken wir nochmal. Ja, da 60 kommt einer, oder habe ich einen gesehen? Ja, also sollen wir nach Süden, ja? Können wir auch machen. Fighten müssen wir sie wahrscheinlich so oder so. Nee, komm, lass da rüber gehen. Da unten am in Cypress ist auch der blöde Ausgang am Wasser. Check nochmal. Ja. 60, 45, 60 ist einer. Ja, da müssen wir ziemlich sicher noch fighten. Ja, der ist hinter uns. Also wenn wir jetzt laufen, dann kriegt der uns nicht. Hier hinter hocken. Safe ist das Spot. Selbst wenn der was aufs Boot wirft. Ist schon da. Okay. Ja, okay, dann müssen wir doch fighten. Ja, also wenn er jetzt nicht rankommt, können wir drin bleiben, aber. Jo, der blockt. Ja. Hier links einer. Ah ja, dahinter. Flash. Hit. Aber auch hat einen Hit von uns. Hab ihn. Ist die Frage, wo ist der andere? War nur einer. Hast du noch einen Boost gehabt? Oder was? Ja,
aber keinen mehr gesehen. Ja, der andere ist wahrscheinlich weit genug weg. Was ist der für Waffen? Achso, na fuck, jetzt habe ich deine, oder? Nee. So. Ja, geh schon in die Extraction wieder. Ja. Ich dachte, wir warten vielleicht auf den zweiten Kollegen. Nö. Ja, da kommt er. Ja, komm, ja, dann töten wir ihn doch noch. Ich habe jetzt eine Sparks von dem. Irgendwo hier, jetzt habe ich nur leider keinen Boost mehr. Ich habe noch Boost auf 100. Auf 100? Ja. Aber schon ziemlich nah, oder? Der muss ja hier sein. Hinten auf der anderen Seite. Auf 90 jetzt. Da. So. What? Ah, jetzt sehe ich ihn. Ja, jetzt rennt er weg. Ist hier im Haus vielleicht Feuer? Warte, bevor du dem jetzt hinterher sprintest, nicht zu schnell. Ne, hier ist kein Feuer. Leider auch nichts. Weiß nicht, wo er hin ist. Ja, sonst gehen wir wieder in die Extraction. Wenn er jetzt dann doch wieder rankommt, dann kann man halt töten. Ansonsten soll er sein Teammate aufheben. Ich kann natürlich auch mal da drüben gucken, in dem anderen Haus. Ich schau mal da drüben. Also, soll ich in der Extraction bleiben oder nicht? Ja, komm. Ach, geh mal raus. Was soll's? Nicht zu greedy sein. Ich habe ja nur noch 100. Ja, stimmt. Wenigstens einigermaßen brauchbare Waffen bekommen.